So, einmal ganz kurz, das hier ist eine Novbridge SSR4, die hat irgendwie gestopft. Nachdem sie irgendwie gestopft hat, hat sie sich verklemmt und dann wollten die Gears nicht weiter drehen, aber der Motor wollte noch und deswegen hat dieses hochwertig verarbeitete Bevel Gear das hier gemacht. Sprich, man kann das hin und her schieben, mit etwas Gewalt, aber die Gewalt ist ja da in so einer Gearbox. Und natürlich dreht der untere Kranz ohne den oberen. Happy Birthday. Ja. Schwer zu finden, so ein Fehler, deswegen dachte ich, ich zeige ihn euch mal.